Wir sind wieder da, zweite Halbzeit, Schalke gegen Bremen, da steht noch 0:0. Wie schätzt du denn das ein, Dominik? Ja, also ich habe es mir fast gedacht, es sind zwei ausgeglichene Mannschaften. Ich denke aber trotzdem noch daran, dass Bremen das Ding für sich entscheiden wird, höchstens, also spätestens im Elfmeterschießen. Also wir können uns hier noch auf was ganz Spannendes freuen, also ich denke mal, da, das wird nochmal richtig spannend werden hier. Oh, Almeida, setzt sich da schön durch. Immer noch am Ball, aber Jones, ja, da muss aufpassen, Jones, der hat schon eine gelbe Karte, also wenn er heute die gelbe bekommen sollte, wäre er im Finale gesperrt oder im Spiel um Platz 3. Foul von Marin an Jurado, der führt ihn schnell aus auf Klaas-Jan Huntela. Jetzt wieder Rakitic, jetzt wieder Raul auf Jurado. Schön gemacht, Huntela und Pfosten! Huntela trifft den Pfosten! Oh, das muss doch rein! Huntela hat Zeit, hat Platz und schießt an den Pfosten. Das gibt's doch gar nicht. Die Schalke bisher die bessere Mannschaft. Aber jetzt Arnautovic! Aus dem Nichts! Aus dem Nichts! Aber die Schalke passen auf. Das Spiel hat jetzt Fahrt aufgenommen, wie du vielleicht gemerkt hast. Ja. Huntela, jetzt kann man nicht überhören. Nicht im Abseits. Jurado die Chance und Wiese. Jetzt gibt's dir Chancen im Minutentakt. Was ist denn hier los? Schmidt. Marco Marin. Jetzt wieder Frings. Thorsten Frings. Marin. Der Champions League ist er gesperrt. Im Bulli-Pokal kann er spielen. Jurado. Raul. Huntela, die Schalker, viel gefährlicher. Das Gegenteil von was du gesagt hast. Jetzt kommt Wagner für Frings. Der hat nach 2 Minuten Einsatzzeit gegen die Bayern das entscheidende 1:0 gemacht. Und Baumjohann kommt für Jurado. Das heißt, jetzt haben sie den Matchwinner vom Bayern-Spiel drin, Sandro Wagner. Und vielleicht macht er jetzt noch das Tor. Jendrisek kommt für Jones, weil die Gefahr einfach so groß ist, dass Jones noch die Gelbe bekommt. Verfahren. Hertesacker. Huntela. Wiese. Weltklasse-Parade. Rakitic. Der ist noch heiß. Rakitic. Und beinahe das Traumtor aus 30 Metern. Ganz, ganz knapp vorbei. Hier sehen wir noch die Parade von Wiese. Also Wiese, das ist ja echt jetzt ein impulsives Spiel. Die Schalker hier in der zweiten Hälfte schon mal mit 4-5 Großchancen. Aber noch keine war drin. Die Schalker unglaublich motiviert. Mackert hat sie hochgepusht. Wahrscheinlich einen Kasten Bier. Mertesacker jetzt, wieder Silvestre. Klaus Allofs hat gesagt, das ist ja schon mal ein Erfolg, dass man hier ins Halbfinale gekommen ist. Arnautovic. Ich gehe mal kurz wohin, was ich jetzt nicht sagen möchte. Ja. Jendrisek, wieder die Schalker. Unfassbar, wie die spielen. Baumjohann abseits. Da gab es auch bessere Möglichkeiten, wie man das spielen kann. Da oben, und da spielt auf den abseits stehenden Baumjohann. Unverständlich. Edu jetzt für Huntela. Und Felix Großkomm kriegt seinen Einsatz. Der Jungster für Marco Marin. Edu, der andere Matchwinner. Auch ein Edu-Joker nach 2 Minuten getroffen. Jetzt sind sie beide drin. Wagner und Edu. Aber auch der junge Felix Groß. Es ist aber auch mal gut, dass der Bruder von Toni Groß mal seine Chance bekommt. Pizarro. Eine überraschende Auswechslung da, dass er Marin da vom Platz nimmt. Und dafür auch noch Felix Groß reinbringt. Pizarro. Ja, Baumjohann. Felix Groß. Baumjohann. Passt auf, schön gemacht. Raul. Felix Groß, ja schön! Vom Bruder von Toni Groß. Schön! Pizarro! Der spielt nicht schlecht! Pizarro! Pizarro! Die Riesenchance! Zweimal ausgetänzelt! Was für ein spannendes Spiel! Felix Groß! Der Bruder von Toni Groß! Was für eine Vorlage!
auf Claudio Pizarro. Und jetzt kommt der nächste Jungster. Kevin Schindler kommt für Claudio Pizarro. Was ist denn hier los? Die halbe zweite Mannschaft wird eingewechselt. Was sagst du dazu, Dominik? Wie viel steht's denn? 0-0 und jetzt wurden zwei aus der zweiten Mannschaft eingewechselt. Der Bruder, okay. Der Bruder von Toni Kroos, Felix Kroos und Kevin Schindler. Und das nicht gerade für irgendwelche, sondern für Pizarro und Marin. Also, und Sandro Wagner sehr gewagte. Und Sandro Wagner wurde ebenfalls eingewechselt. Also alles Jungstars. Also sehr gewagte Entscheidung von Thomas Schaaf. Aber er wird das schon geplant haben. Und ich denke, dass einer dieser Youngster bei diesem Spiel noch einschlägt. Kevin Schindler, schön aufgepasst von Schmitz. Eigentlich sind das ganz junge Spieler, die hier gegeneinander spielen. Oh, jetzt Edu, der hat nach 2 Minuten wer war der Gegner? Der HSV hat er das Tor geschossen. Bei Sandro Wagner war es genauso, der war 2 Minuten drin, hat gegen die Bayern das 1-0 geschossen. Und jetzt ist dieses Spiel wirklich ebenbürtig. Hier ist keiner im Nachteil. Man muss doch trotzdem sagen, dass die Schalker noch ein wenig besser spielen, Wiese. Parade. Vorm Schuss von Jendrisek. Jetzt sind eigentlich alle Top-Spieler draußen. Muss man ehrlich so sagen. Also Hutzeler, HU sind noch drin. Aber sonst ist bei Schalke jetzt nur noch No-Names drin. Schieder, aber die klären das jetzt alles viel zu überhastet. Das wird nochmal richtig spannend. Anautovic. Die laufende Spielzeit ist ja noch. Also hier kann jetzt noch was passieren. Es ist die 90. Spielminute. Anautovic. Felix Kroos. Silvestre. Mit Silber klärt. Und Sandro Wagner. Und das gibt Ecke nochmal für Bremen. In der 90. Die erste Minute der Nachspielzeit läuft.